willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Das letzte Mal war die Folge etwas kurz und ja, heute versuche ich die etwas länger zu machen, aber ich habe es geschafft, meine Armbanduhr zu verlieren, wozu gleich als mein Timer war wegen der Stoppuhr. Deswegen ist es so eine Sache von der Zeit heute. Ach toll, 11 Gold. Und das letzte Mal sind wir einfach hier verreckt wegen diesem komischen Viech. Also dieses Türmchen hat nur das kleine bisschen Gold. Ach ja, hier ist ja auch noch irgendwo ein Drache, der uns sicherlich auch noch begrüßen möchte. Ich freue mich ja jetzt schon so richtig Bombe drauf, wenn dieser Drache mal von oben runterkommt. Okay, also ich finde hier jetzt nichts mehr dran. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher, auf was ich das letzte Mal hinaus wollte. Hier ist doch, glaube ich, dieses Viech irgendwo gestorben. Ach ja, da vorne. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir hier in diesem Wald hier nicht sonderlich lange allein bleiben werden. Auf der... hier ist schon ein Weg. Mit einem Karren. Das heißt, dass hier auf jeden Fall irgendjemand sein muss oder gewesen ist. Ich gehe von... Oh Gott, ich dachte gerade schon. Ich gehe jetzt hier irgendwie schon... Oh. Kann ich das eigentlich mitnehmen? Doch. Lol. Ist das jetzt so verpackt? Ah. Nein. Oh, komm schon. Ich muss neben das Ei gucken. Okay. Dann schauen wir uns, gehen wir lieber mal zum Zielort. Oder warte mal, was haben wir uns da markiert? Also ich habe mich jetzt nicht sonderlich erkundigt bei der Karte und so. Ach, Windhelm. Aha. Okay, wir haben uns hier gar kein... Ah, da ist unser Punkt, den wir markiert haben. Ivarstadt, waren wir da nicht? Doch. Okay, ich habe gerade keinen blassen Dunst, was ich markiert habe, geschweige denn, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, wir gehen lieber nach Falkenring, um unsere Mission mal halbwegs auf Tour zu bringen. Und vielleicht, um dann etwas Neues freizuschalten. Ach du Scheiße. Was ist denn das für eine Festung? Mir schwand Übles. Mal schauen, wie übel. Ja, ja. Wir müssen immer auf der Hut bleiben. Weil eine falsche Bewegung kann uns schon mal den Kopf kosten. Da unten ist auch noch ein Gebäude. Okay. Vielleicht ist das ja schon Falkenring. Okay, das da drüben ist nur eine Pflanze. Ja, wir sind schon da. Okay, das hätten wir eigentlich das letzte Mal auch schaffen können. Ja, ja. Packen wir den Bogen besser weg, bevor uns noch irgendjemand blöd anmacht. Na ihr. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Nee. Ah, verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Nee, nee. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Ja, sonst kriegen wir zwei Ärger, Digga. Auf jeden Fall bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber es könnte wirklich sein, dass der Hund, der hier vermisst wird, dieser OP-Hund ist, der uns eine Zeit lang auch folgt. Mit dem könnten wir rein theoretisch einige Quests machen. Oh, wenn die jetzt mal aufhören zu texten, dann ist. Könnten wir einige Quests machen. Oder dadurch dann einfacher werden. Weil der Hund ja so OP ist. So, der Jarl. Oh Gott, der ist ein bisschen jung. Oder? Ihr seht ein bisschen.
So halbwegs. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Ja, wie gesagt, jung. Ah, ihr seid es. Genau. Tja, nun werden wir ja sehen, ob die Geschichten über euch stimmen. Och nein, der fordert uns jetzt zum Kampf aus. Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit denen ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut, aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Ah, okay. Kümmert euch darum. Ja. Gut. Fragen wir einfach mal. Mein Onkel Dengeier war bis vor kurzem Jarl. Ach nein. Aber da sein Alter und seine Gesundheit ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, vielleicht doch auch noch eine Klinge. Er dient uns nun als ehrenhafter Trane. Und zum Glück bin ich nun der Jarl. Glück kann man das, glaube ich, nicht so ganz nennen. Überhaupt nicht. Ich bin ein Jarl. Ich esse die leckersten Speisen, trinke das edelste Met und jage mit den besten Hunden. Okay. Mein äußerst fähiger Vogel sehr hochnäsig. Um die Belange der kleinen Leute und sorgt dafür, dass alles rund läuft. Es ist so einfach, ein Jarl zu sein. Genau. Ihr solltet es mal versuchen. Ich werde bestimmt... Ach ja, tötet ganz alle sicher. Banditen. Lasst keinen über. Schauen wir uns mal... Wo ist es denn? Ich schätze bei Verschiedenes... Nein. Okay, das hier ist die Quest, die wir machen sollten. Dann werden wir irgendwie belohnt. Und vielleicht kriegen wir dann die Kohle zusammen für ein Haus. So. War da nicht gerade eben noch jemand gestanden? Schade. Hier ist die Schmiede. Jetzt ist die Frage, welches dieser Punkte... Ah, da müssen wir hin. Ah, warte, Moment mal. Ich glaube, da können wir uns gleich mal hin. Die Wächtersteine, da gehen wir schnell hin. Da eben, Ladebildschirm stand sogar sowas von mit dem Land kaufen. Also, das ist gar nicht mal so schlecht für uns. Ich glaube, wir müssen da unten lang. Sollten aber schon mal unseren Punkt ziehen. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich hier erwartet. Immer diese Banditen, die wir auslöschen müssen. Vielleicht haben wir davon ja schon mal ein paar gekillt. Könnte uns die Mission erleichtern. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uns hat irgendwas gerade gesehen, nur was weiß ich nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sieht uns denn da? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas Böses bestimmt. So, jetzt sind wir hier auf dem Schnellen. Wir haben... Okay, es ist nicht von da unten. Mal schauen. Ach, da ist er. Ups. Hab ich gefehlt. Okay, jetzt ist er weg. Okay, der erste ist weg. Aber es sieht gar nicht mal so schlimm hier aus, ne? Schon ganz gechillt. Ich habe ein dumpfes Gefühl, dass wir jetzt hier gleich drin eine wundervolle Begrüßung bekommen. Och nein, unser Inventar ist ziemlich voll. Ja, okay, was machen wir jetzt? Wir haben ja die Mine jetzt gefunden. Wir gehen nochmal nach Falkenring. Ja, so machen wir es. So, jetzt verkaufen wir unser Zeug. Dafür warten wir. Sagen wir mal, 9 Stunden müssten reichen. Dann verchecken wir unser Zeug, das wir dabei haben. An den Schmied, behaupte ich mal.
Und ja, und dann gehen wir wieder zurück, klauen neues Zeug und verkaufen es wieder an den Schmied. Der Schmied ist unser Käufer. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Tja, was sagt man denn dazu? Moment, was ist denn das da? Ah, cool, es gewittert. Okay, ich glaube, da, ah, da ist die Schmiede. Oh. Okay, da ist... Mal schauen. Die ist krank. Ein bisschen. Ah, da ist er ja. Mit dem müssen wir eh reden. Hast du den Hund auf der Straße gesehen? Auf der Straße läuft einer rum. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Oh. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Okay. Gut. Eigentlich wollte ich was anderes. Verdienen, wenn ihr erfolgreich seid. Also, okay. Seht euch die Straße direkt vor der Stadt an. Ich will doch... Stahl ist gut. Loyalität ist besser. Ich bin zu aller... Ich war viele Jahre den Leibwächter. Mehr als einmal habe ich meine Haut riskiert, um ihn zu beschützen. Warum sollte ich sowas wohl tun? Das weil du ihn magst? Weil ich einen Eid geschworen hatte? Nein. Weil er ein guter Mann und ein wahrer Freund war. Siehst du, du magst ihn. Ein echter Nord stellt Loyalität und Ehre über alles andere. Oh mein Gott. Nur innerhalb der Mauern. Falkenring besteht größtenteils aus Wildnis. Und wer Ärger sucht, wird den schnell finden. Oh, cool. Ach ja, den haben wir auch schon gefunden. Wieso kann ich ihm... Ach doch, da stand's ja. Nur die Mutige. Werf deinen Blick. Oh, ich dachte schon, wir müssen erst eine Mission machen, bevor wir ihm irgendwas verchecken können. Die verkaufen wir ihm. Ja, Bärenpelz brauchen wir noch. Eisenbarren, Eisenerz brauchen wir auch noch. Goldwachen brauchen wir noch. Den Bogen behalten wir auch noch. Kaiserliche Helfer checken wir. Ich bin mir nicht sicher, sollen wir das Lederzeug behalten oder nicht? Ja, nee, das geben wir immer wieder. Wieso haben wir eine Lederrüstung an? Ich habe ein blödes Gefühl gerade. Ja, wir haben... Ach, scheiße. Wir haben jetzt gerade, was für... echt blödes verkauft, nämlich die Rüstung, die wir eigentlich als tragen. Ich überlege es mir lieber noch. Die Silberschwerter brauchen wir noch. Stahltuch brauchen wir nicht. Hm, den verkaufen wir auch. Den Helm behalten wir. Ah, nein, wir haben den Schießhelm da. Okay. Schauen wir mal kurz in unser Inventar. Okay, wir haben knapp 100 Platz mehr. Denkt daran, der Krieg lässt Himmelsrand. Aber, was ich jetzt mit der Rüstung da meinte, ist, wir haben die Lederrüstung an und haben unsere Metallrüstung da verkauft. Was ich, glaube ich, nicht sonderlich... was nicht sonderlich so gut war. Er lässt es ausbluten und nutzt keinem von uns. Aber, okay, das lassen wir dann mal bleiben. Wir haben jetzt genug Kohle verdient. Ihr mögt Pfeil und Bogen, wie? Wir könnten jetzt hier eigentlich das mit dem Fleisch machen. Ich glaube, da müsste auch gleich der Hund dann kommen. Irgendwo hier müsste der halt sein, der Hund. Aber da ich ihn jetzt gerade nicht sehe, ja, machen wir es so wie geplant und gehen zurück zu unserem. Was ist denn das da? Das Aufstieg des Alten? Okay. Gerade keine Ahnung, was es sein soll. Aber okay. Okay, mal schauen. Gehen wir jetzt mal ganz still und heimlich da rein. Speichern aber sicherheitshalber wieder. Speichern ist überlebenswichtig. Okay,
Die Stimmung hat sich schon ein bisschen geändert. Sieht aber schon warm hier aus mit den Fackeln und dem Licht. Oh, ich dachte schon, da sitzt jemand drin. Okay, da vorne sind Leute. Die besuchen wir gleich mal mit einer kleinen, dicken Überraschung. Oder? Es geht auch noch schief. Ist ja cool. Also irgendwie finde ich die Höhle ganz schön cool. Schauen, wo stehen die denn? Also ich finde das hier schon recht unangenehm. Irgendeine Falle kommt hier. Kann ich die auslösen mit einem Fall? Ja. Oh. Ups. Nein, nicht schon wieder. Oh, ich hasse es, wenn ich aus Versehen auf Rechtsklick komme. Aber wir sind so gut, wir können sowas sogar. Hätte ich eigentlich nicht erwartet. Ich habe doch die zwei Reden gehört. Wieso sind die dann so weit weg? Das kann doch nicht wahr sein. Dann schieben wir mal diesen Wagen hier auch noch ein bisschen an. Oh, toll. Das bringt nichts, oder? Ja, okay. Lassen wir den Wagen lieber mal beiseite. Oh je, oh je. Sorry, dass ich so still bin, aber ich konzentriere mich gerade so schön. Und versuche zu treffen. Weil jeder Fehlschlag macht die aufmerksam auf uns. Und dann finden die uns vielleicht, so wie der hier. Ist da jemand? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh nein, der Typ kommt näher. Okay, okay, wir haben es geschafft noch. Er ist noch nicht ganz... Okay, er hat uns entdeckt. Aber... Niemand anderes hat es mitbekommen. Und ich schätze, hier sind noch irgendwo mehr Leute. Also die Höhle finde ich langsam echt... Ja, so halbwegs sympathisch. Wenn ich nur wüsste, warum hier so ein großer See ist und dieses das ist eine Brücke hier rüber. Okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Rein gar nichts. Gehen wir gerade hier hin und schauen uns an, was unser erster Freund hier hatte. Gold. Silber. Gut. Was kochen die denn? Gar nichts. Ist ja... Ach, Eisenader. Wir haben hier eine Spitzhacke und könnten Eisen abbauen. Machen wir das gleich mal. So in Minecraft-Stil. Ach, wir haben Leder... Beindinger an. Okay. Das ist jetzt etwas blöd. Okay, wir haben das Eisenzeug abgebaut. Jetzt schaue ich noch ganz kurz mal nach unserer Bekleidung. Okay, kaiserliche Stiefel. Naja, okay, ich dachte schon. Dann unsere Lederrüstung. Okay, wir brauchen wieder diesen Brustpanzer. Ist besser für die Sicherheit. Mal schauen, ob hier irgendwo noch was versteckt liegt. Diesen Bug finde ich jedes Mal bei The Elder Scroll geil. Wenn man so halbwegs unter Wasser ist... Nur, also nicht komplett, sieht man mehr, als wenn man unter Wasser ist. Lol, ich kann nicht mehr sneaken. Ich vertrödel. Seht ihr, was ich meine? Und meistens, zum Beispiel bei Oblivion, wenn du zu tief unterm Wasser bist, siehst du gar nichts. Für was haben die hier einen Wasserfall?
wenn nicht, um hier irgendwas zu verstecken. Okay, ich sollte doch besser aus dem Wasser rausgehen. Das ist nur Zeitverschwendung. Ach, der hat ein Schild dabei. Lol. Okay, gehen wir weiter in der Höhle. Ja. Nebel in einer Höhle. Da unten liegt ein Skelett. Ich hab's gefunden, es gehört mir. Ja. Ah. Hier war auch so eine Steinfalle anscheinend. Und er hatte nicht so viel Glück. Ein zerfleddertes Tagebuch. Wie viele Seiten hat's denn? Gar keine, lol. Nur die zwei Seiten. Die lassen mich jetzt schon seit Tagen hier unten schuften. Aber die Zeit ist es nicht, die mir zu schaffen macht. Es sind diese Tunnel. Ich habe ihnen schon so oft gesagt, dass sie die einsturzgefährdeten Tunnelabschnitte mit ein paar zusätzlichen Stützen absichern sollten. Wenn wir doch nur mehr von diesen Holzbalken hätten, die wir mit Bronzefassungen verstärkt haben. Also ehrlich, wenn ich noch ein einziges Mal höre, wie sich die Erde über meinem Kopf rührt, kriege ich solche Angstzustände, dass ich vielleicht sogar endgültig mit dem Trinken aufhöre. Ich meine, was ist ein Nord schon ohne sein Met? Sehr aufschlussreiches Tagebuch, muss man schon sagen. Anscheinend, ja, hat er zwar Schiss, aber die, ja, abgehauen ist er nicht. Anscheinend könnte ja dann hinter diesem Ding noch was sein, aber die Frage ist, nur der Geldbeutel und sein Tagebuch liegt da? Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl, dass dieses Tagebuch noch so eine ganz wichtige Rolle spielt. Was für eine, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das finden wir sicherlich noch raus. Hm. Wir behalten den ganzen Shit hier mal besser im Auge. Ach, da oben liegt ein Geldbeutel. Oh je. Okay, die haben uns gefunden, die haben uns gefunden. Magie, Magie, Magie. Oh, die sind schon da. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Hä, wo ist jetzt einer? Ach du feige Sau. So. Niemand legt sich mit einer feuerwerfenden Echse an. Ja, ja, richtig gehört. Ich werfe Feuer. Und das auf euch. Ja. Es hätte, glaube ich, anders ausgehen können. Irgendwie nur in diesem Account benutze ich so viel Feuerzauber wie sonst nirgends. Schon irgendwie chillig, wenn man mit so viel Feuerkraft unterwegs ist. Ich könnte da runterspringen, dann wären wir schon im Wasser. Aber das wäre etwas unnötig. Und wir kommen bestimmt noch hinter die Story von diesem einen Typen, den wir da ja eben schon gefunden haben. Eventuell bringt uns das auch noch weiter. Also, ach, da oben ist ja noch dieser Geldbeutel. Da müssen wir auch noch rangehen. Kommen wir da am besten dran? Hab ich... Nein, wie unfair. Jetzt... Nein, Leute, ich... Nein, nein. Ich glaube, das fängt jetzt genau wieder so an wie beim letzten Mal, als wir den Geldbeutel versucht haben zu holen, wo wir ihn eigentlich hätten bekommen müssen. Ach, scheiße. Habe ich das jetzt ernsthaft... Nein, komm schon. Oh Gott. Nein. Nein. Ich hab's verkackt. Echt jetzt? Dann gehen wir kurz mal hier hin. Schrei. Wirbelsprint. Und... Ich kann unter Wasser... Echt jetzt? Kein Schrei machen. Das ist jetzt doch Verarsche, oder? Ey, komm schon. Das... Nein. Nein. Komm schon. Komm. Ich will doch da raus.
Ich hab hier ernsthaft jetzt... Ja. Das... Ja, okay. Ich hab grad keinen blassen Schimmer, ob ich jetzt hier wieder rauskomme. Komm schon. Irgendwie. Ach, wir haben es rausgeschafft. Okay. Wir gehen nicht wieder unter diese Pfosten. Oh, Gottes Willen. Meine Fresse, baue ich hier Scheiße. Wir könnten uns jetzt hier eigentlich die zwei Atem holen. Wir nehmen uns mal den Feueratem noch mit ins Bund. Speichern. Wenn ich nochmal so eine Schwachsinnsaktion mache. Ich habe keine Lust so zu laden, dass wir dann wieder am Anfang von dieser Höhle sind. Wir versuchen jetzt nochmal ganz kurz diesen scheiß Geldbeutel zu bekommen. Jawohl, gleich geschafft. Okay. Dann schauen wir uns noch an, was da vorne ist. Und dann glaube ich, war es das mit der Folge. Wir sind jetzt auch schon bei knapp 30 Minuten. Ich glaube, das reicht für eine Skyrim-Folge. Wenn wir das letzte Mal nur 10 Minuten hatten. Wir machen die Brücke lieber hoch. Ich will keine ungeladenen Gäste haben. Hey, so hätten wir es eigentlich auch da hoch schaffen können. Wäre bestimmt auch ein bisschen spektakulär. Schauen wir uns noch an, was da für Typen da noch hocken. Und die klauen sie währenddessen. Hey, eine Goldmünze noch. Hellsehen. Okay, okay. Das Buch mit dem Hellsehen. Schauen wir uns gleich mal. Nein. So, Hellsehen. Das müsste irgendwo weiter unten sein. Da. Hellsehen. Okay, was ist denn das jetzt für ein Zauber? Okay, nein. Nein. Aktive Effekte, Wasseratmung, Waffenfertigkeit, Nahkampfwaffen sind 25%. Was? Felsenhaxe, keine Ahnung, was es jetzt ist. Schloss knacken, okay, okay, okay. Wir machen einfach alle. Da, Hellsehen. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Klingt ja schon mal chillig. Haben wir schon was Gutes gefunden. Da hat sich der Gang zur Höhle schon gelohnt. Nur finde ich das jetzt hier leicht merkwürdig. Ihr habt euch eine schlechte... Ah! Oh Gott. Wieso erschreckt mich dieser hässliche Typ so sehr? Oh Gott. Plötzlich fängt er an nach... Oh Gott. Meine Fresse, ey. Wir gehen jetzt hier noch rein. Verriegeln die Tür. Schauen uns die Truhe an. Orkischer Pfeil, geil. Gold, Rubin. Kriegshammer. 12% weniger Magie und Regen. Echt jetzt? Nice. Oh, wenn wir diese Robe anhaben, können wir mit unserem Feuerzauber mehr Schaden austeilen. Und zugleich auch noch weniger Mana verbrauchen. Also, wir brutzeln da länger rum. Ist ja geil. Oh, trotz dass dieser Typ mich so scheiße erschreckt hat, haben wir hier gutes Zeug bekommen. Wir nehmen uns hier das Essen lieber auch mal mit. Wer weiß, ob wir es nicht später noch brauchen. Und den Platz, den wir damit verschwenden... Können wir uns somit auch etwas frei halten, um etwas sparsamer irgendwelchen Müll mitzunehmen. So, wir looten hier einfach nur schnell als leer. Außer den leeren Sack. Den können wir nicht mehr leeren. Okay, nur noch das Fass da oben. Das sieht mir mehr aus. Ah, nee, doch nicht. Ich habe nichts gesagt. So, okay, Leute, das war's dann wieder mit der heutigen Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal.